Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es bei mir draußen das perfekte Gruselwetter. Es ist draußen am Regnen, am Gewittern, am Stürmen. Und ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der sowas liebt. Ich liebe dieses Wetter. Warum auch immer. Ich mag sowas. Andere Leute lieben Sonne, Strand und Meer. Ich nicht. Aber egal, Freunde, es ist heute das perfekte Gruselwetter. Und ich dachte mir, dann gucken wir uns doch heute auch was Gruseliges an. Und zwar Siren Head Video. Siren Head, habe ich euch letztens schon vorgestellt, ist ein Internet-Legendenwesen, das auf dem Kopf einfach Sirenen hat oder Lautsprecher hat, über die Sirenen kommen und soll seine Opfer in Fallen locken damit und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, ich rede gar nicht mehr lange drum herum. Schauen wir uns die Sichtungsvideos von Siren Head doch mal an. Wir starten mit Video Nummer 1. Ja, wir sehen ein Tornado, wir sehen Siren Head, wir sehen so ein Weltuntergangsszenario und wir hören natürlich im Hintergrund diese gruseligen Sirenen. Ich glaube, das ist, was Siren Head auch so gruselig macht, dieser Ton. Dieser gruselige Ton. Aber es ist hier echt cool gemacht. Das Video gefällt mir. Das Video finde ich echt gut gemacht. Hat gute Stimmung. Man sieht natürlich klar, dass es nicht echt ist, weil ich meine, allein die Umgebung, die Natur, achtet mal drauf, das ist natürlich animiert. Sieht aus wie ein Computerspiel, aber... Und das Windrad da hinten geht aber auch ordentlich ab. Natürlich Tornado, aber irgendwie der Tornado bewegt sich gar nicht. Ja, und Siren Head ist direkt daneben. So, diesmal sind die Sirenen noch lauter. Ich muss ja sagen, der Künstler, der Siren Head erschaffen hat, der hat es schon gut gemacht, weil allein, dass du keinen Kopf hast, finde ich, ist so gruselig bei ihr. Ja, ist es eigentlich eine Sie? Sagt man Sie zu ihr? Siren Head? Irgendwie sage ich immer die weibliche Form, keine Ahnung. Aber hier mit den Lautsprechern, das ist halt so creepy. Dass es halt kein Kopf hat. Und ansonsten so eine Mumienhaltung irgendwie. Und dann nicht mal redet, sondern einfach nur diese Töne. Und hier marschiert es durch den Wald oder durch Bäume zumindest. So, jetzt haben wir das nächste Video. Wir hören irgendwas, irgendwas ist los. Es gibt irgendeine Gefahr, so viel habe ich schon mal mitbekommen. Da liegt anscheinend Blut, wie auch immer. Irgendwas passiert und ich denke mal, es wird nicht lange dauern, da wird unsere geliebte Siren Head wird kommen und auch diesen armen Filmer hier heimsuchen. So, noch höre ich nichts. Aber das Gute ist, man hört sie ja auch, Siren Head. Da haben wir sie doch! Also das ist bisher der creepieste Ton. Da ist es. Ja, das Video ist auf jeden Fall nice gemacht. Das gefällt mir. Jetzt fällt natürlich die Kamera aus. Ja, okay, ob Siren Head wirklich solche magischen Kräfte hat, quasi die Kamera dann so zum Stoppen bringen kann. Wer weiß, mit dem elektromagnetischen Feld. Bevor es gleich weitergeht, liebe Freunde, habe ich nochmal kurz Werbung in eigener Sache, und zwar die neue Folge Mystery Cast ist draußen. Wer jetzt sagt nach dem Video, ey, habe ich Lust, mir irgendwie eine wahre, gruselige oder Krimi-Geschichte anzuhören. Es geht um Bonnie und Clyde. Bonnie und Clyde kennt, glaube ich, jeder, hat jeder schon mal gehört in Songs, in Filmen, wir alle kennen sie. Aber die wenigsten kennen die wahre Geschichte hinter Bonnie und Clyde. Und genau die erzählen wir in der neuen Ausgabe von Mystery Cast bei eurem Streaming-Anbieter. Sei es Spotify, Apple Music oder Amazon Music, ist die neue Folge online, könnt ihr euch anhören. Ich würde es euch wirklich ans Herz legen. Wäre ziemlich geil, Freunde, wenn ihr es einfach mal abcheckt heute Abend. Zum Einschlafen ist schon spät, könnt ihr euch ja mal anhören. Vielleicht gefällt es euch ja die neue Ausgabe über Bonnie und Clyde. Erster Link in der Beschreibung führt euch dorthin. Und jetzt geht es weiter. In diesem Video ist es, oder das ist quasi ein Videospiel Fallout. Und dann haben wir Siren Head es da auch schon eingebaut. Wir hören sie schon, wir sehen sie da hinten im dichten Nebel. In dichten Nebel gehüllt. Ging nicht so diese eine Werbung? So, und der läuft einfach auf sie zu. Das würde ich natürlich nicht tun. Also wenn ich ein Soldat wäre und ich wäre unterwegs, ich würde von Siren eher wegrennen. Aber es ist, man sagt ja auch, sie hat so eine Anziehungskraft. Das heißt, wenn du sie hörst, du läufst zu ihr hin, du bist davon quasi magisch angezogen, soll wohl auch Gespräche über ihre Lautsprecher, soll sie quasi wiedergeben können. Da haben wir Siren Head. Guck, das ist einfach so eine Melodie. So was hätte ich, glaube ich, sogar noch creepier. So eine Kindermelodie, wie in so einem Horrorfilm. Jetzt läuft er hin, oh nein, geh nicht. Och, Junge, komm, geh weg. Ja. Hätte ich hier sagen können. Siren Head ist aber auch fies. Die lullt euch so ein mit ihrer schönen Melodie und dann kommt sie. Komm, renn, Junge, renn. So, das vorletzte Video hier in unserer kleinen Sammlung. Ist wieder so ein Lost-Kamera-Video, so als wäre so eine... Oh, da haben wir direkt Siren Head. So richtig so dieser Film Blair Witch Project, vielleicht kennt ihr den. Bisschen in diesem Stil. Und wir hören schon wieder was und der rennt jetzt ins Haus, nehme ich an. Kamera fällt mal wieder aus. Also anscheinend hat Siren Head wirklich diese Kraft, die Kameras ausfallen zu lassen. Für kurze Zeit zumindest. Alter, dieser Sound aber auch, der tut wirklich so ein bisschen im Ohr weh irgendwie. Aber es ist auch ein gruseliger Anblick auf jeden Fall. Du bist so in deinem Haus, guckst raus aus dem Fenster, auf einmal läuft da so ein Wesen mit so zwei Lautsprechern als Kopf herum. Oh nein, aber kann sie überhaupt reinlaufen? Sie ist doch viel zu groß, um durch die Tür zu gehen, oder? Oder greift sie mit so einem Arm da rein? Mit so einem Tentakelarm? Oder kommt gerade der Slenderman als Unterstützung? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Wow! Okay, Freunde. Ich weiß nicht, wie laut ich gerade den Ton habe, aber mir war das gerade... Bisschen Herzschlag, okay. Ich hasse Jumpscares eigentlich. Es tut mir leid, ich hoffe, es ist nicht so schlimm gewesen.
Jetzt die Kamera natürlich auf dem Boden quasi. Okay. Okay, nice. War auf jeden Fall gut gemacht. Hat mich bisher am meisten erschreckt. Please help. So. Hier haben wir ein weiteres Video. Da haben wir Siren Head klar im Hintergrund. Man hört wieder irgendwelche Töne, irgendwelche Lautsprecherdurchsagen. Die Leute haben sich echt Mühe gegeben. Siren Head ist ja eher so ein Meme geworden. Wir hören sie natürlich wieder, ja. Also nehmen wir nur mal eine Sekunde an, Siren Head wäre real. Also kurz an alle Leute, die nicht wissen, Siren Head ist natürlich nicht real. Will ich an dieser Stelle nochmal betonen, ist eher ein Meme eigentlich. Aber nehmen wir mal kurz an, es wäre wahr. Und ihr wärt an so einem See, es wäre Sonnenuntergang, es wäre schön, ihr habt gechillt mit euren Freunden, mit eurer Familie. Und auf einmal seht ihr am Horizont das. Und hört noch diese Töne. Ich weiß nicht, was ich tun würde. Ich weiß halt wirklich nicht. Ich glaube, ich würde die Polizei rufen. Ich würde, glaube ich, so ein richtiger Allmann. Ich würde, glaube ich, direkt Anzeige ist raus, was auch immer das ist. Ich sag das jetzt an. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Freunde, wenn ihr Bock habt auf weitere Videos über Siren Head, dann lasst einen Daumen nach oben mal da, Freunde. Es würde mich wirklich freuen. Ihr kennt mich. Ich freue mich sehr über eure Daumen nach oben. Ich erwähne noch mal kurz Mystery Cast, die neue Folge über Bonnie und Clyde ist online. Wer es jetzt anhören will, die wahre Geschichte der Bonnie und Clyde, erster Link in der Beschreibung. Checkt es auf jeden Fall ab, hört es vielleicht zum Einschlafen. Wer wissen will, was mit Siren Head allgemein auf sich hat. Ich habe alles erklärt in dem Video jetzt hier. Klickt einfach in die Mitte, kommt auf das Video, wo ich alles über Siren Head erklärt habe. Checkt das auf jeden Fall auch mal ab. Das war's von mir, liebe Freunde. Die Welt ist böse und passt auf euch auf.